Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute möchte ich mal wieder ein bisschen mit euch sprechen. Ja, dem Samwise geht es übrigens wieder prächtig, springt hier rum und macht allerhand Blödsinn, keine Ahnung was das soll, aber wenn es ihm Spaß macht, alles gut. Ich habe mal ein bisschen was zu essen dabei, das heißt wir kochen später noch ein bisschen, nur eine Kleinigkeit, ja, und schnacken halt über das neue Jahr, was so kommt und ein paar Veränderungen stehen auch auf dem Kanal an, darüber wollte ich euch informieren. Für die, die die wichtigsten Informationen am Anfang haben wollen, ohne jetzt das ganze Video vielleicht schauen zu können, weil sie nicht besonders viel Zeit haben, ich werde den Kanal hier umstrukturieren und ich werde einen Zweitkanal aufmachen, beziehungsweise habe ihn schon aufgemacht, der sich mit Ausrüstung befasst, beziehungsweise nur mit Ausrüstung befasst, und auf diesem Kanal wird es das dann nicht mehr so viel geben. Wer also Bock hat, sich wirklich viel mit Ausrüstungsvideos auseinanderzusetzen, Reviews zu haben und ähnliches, der schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da habe ich euch den Kanal verlinkt. Ich werde natürlich auch in jedem Video immer darauf hinweisen, dass ich jetzt sozusagen einen Zweitkanal habe. Außerdem werde ich den Kanal hier umbenennen, ein paar Strukturierungsmaßnahmen, bla bla bla, hört sich alles wieder mega technisch an. Ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Und es kommt trotzdem gute neue Videos. Und warum ich das alles mache, das erzähle ich detailliert im Video. So, aber während ich hier den Mund fusselig quatsche, fange ich währenddessen einfach schon mal an zu kochen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es gibt nur ein bisschen Dosenfutter für draußen. Ja, so viel Zeit ist auch nicht mehr, um großartig zu kochen. Ehrlich gesagt habe ich dazu auch wenig Lust heute. Es ist der erste Tag, glaube ich, der keinen Regen hat seit, ich weiß es nicht, wahrscheinlich seit ich geboren worden bin. Lach nicht so dreckig da drüben. So, warum mache ich denn jetzt dann einen Zweit-Gear-Kanal sozusagen auf, anstatt einfach die ganzen Reviews und auch ausführlicheren Gear-Videos und Ausrüstungsvideos hier zu bringen? Das hat den Grund, dass ich viel mehr Ausrüstungsvideos eigentlich machen wollen würde. Im Moment versuche ich immer so ein 50-50-Prinzip hinzubekommen. Das heißt, ein Video mit Natur, zum Beispiel Wandern, eine Bushcraft-Tour, ja, und ein Video dann Ausrüstung. Und das immer so hin und her. Das Problem ist, ich habe mal Lust, in Zeiten mehr Ausrüstung zu bringen und dann mal wieder, ja, mehr zum Beispiel den Outdoor Basics Kalender. Und das Problem ist, ich kenne das selber von mir, wenn ich Leute abonniert habe und wenn ich mich zum Beispiel für Ausrüstung interessiere, aber vielleicht jetzt nicht für die Naturvideos von den Menschen, dann will ich auch nur die Ausrüstungsvideos sehen und bin genervt, wenn ich ständig in der Abo-Box diese ganzen Gear-Videos habe. Und es liegt halt noch Material jetzt bei mir zu Hause rum, was ich auch noch zu Videos verarbeiten möchte. Und das hält mich immer zurück, wenn ich überlege, nein, ich möchte aber ungefähr 50-50 die Videos auf dem Kanal aufteilen. Das heißt, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ich halt die ganzen, ja, normalen in Anführungszeichen Videos wie eine Bushcraft-Tour, wie die Wanderung vom Heidschnuckenweg, wie die Outdoor-Basics, also Tipps und Tricks und, ja, dass die weiter auf diesem Kanal hier kommen und das auch weiterhin kommen wird. Immer mal schöne Outdoor-Videos, Natur-Videos und so weiter und so fort. Dass ich auf meinem Gear-Kanal mich ja, in dem Sinne austoben kann. Das heißt, ich kann die ganze Zeit Reviews raushauen, möchte ich das nennen, ja, produzieren, machen, wenn ich da einfach Lust drauf habe und nicht immer überlegen, okay, jetzt hast du ein Gear-Video gemacht, jetzt solltest du wieder was mit draußen, mit Outdoor produzieren. Mit Wanderung und einer Bushcraft-Tour und mich dann immer so ein bisschen eingeschränkt fühlen, sondern es kommt einfach auf den Kanälen, was auf den Kanälen dann kommt, regelmäßig, weil ich habe vor, dass auf jedem Kanal mindestens ein Video die Woche kommt, eigentlich eher zwei, also ein kleines Video und ein größeres Video am Wochenende. Dosen mit Victorinox aufzumachen, ist wirklich gar nicht mal so angenehm, aber es ist schon interessant, dass es mit so einem kleinen Ding dann doch funktioniert, wenn man weiß, wie es geht. Es gibt übrigens auch noch eine rein rechtliche Situation, warum ich, also was mich sozusagen nochmal in dem Gedanken unterstützt hat, die Kanäle vielleicht zu trennen, und zwar ist das der Artikel 13. Ja, ich bin da jetzt kein Profi, kein Rechtsexperte, das heißt, ich kann euch da keinen großen Überblick geben, aber im Endeffekt läuft es wohl darauf hinaus, dass die, wie sagt man, Fremdverwertung, möchte man es vielleicht sagen, ja, also das Vorstellen von Ausrüstungsvideos, was andere Marken hat, die einem das vielleicht nicht erlaubt haben sozusagen, sich schwieriger gestalten könnte in Zukunft. Da werden wir natürlich sehen, was die Praxis da ja, umsetzt in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Aber das hat natürlich nochmal einen kleinen Stoß gegeben, war jetzt nicht das Ausschlaggebende, ne, aber war nochmal ein Ding in die Richtung, weswegen jetzt zum Beispiel auch alle Ausrüstungsvideos mittlerweile, selbst wenn die von mir persönlich gekauft worden ist, die Ausrüstung trotzdem als Werbevideo gekennzeichnet worden ist, ja, obwohl dann da unten steht, enthält bezahlte Werbung, aber gar keine bezahlte Werbung drin ist, weil sie ist ja nie bezahlt worden. Es ist ja mir nicht mal zur Verfügung gestellt worden bei großen Teilen meiner Ausrüstung.
trotzdem schreibe ich das unten rein, damit ich rechtlich jetzt abgesichert bin. Ganz einfach. Tja, und deshalb gibt es dann jetzt eine Aufteilung meiner Kanäle. Aber mit diesem Kanal hier bleibt auch nicht alles gleich. Es bleibt zumindest den Content gleich, ja, aber es ändert sich ein bisschen was im Namen und auch im Logo, beziehungsweise es wird ein bisschen angepasst von mir. Möchte ich einfach ein bisschen kreativ mich austoben, bin immer ein bisschen zu Hause mit dabei. Ich habe auf Facebook schon mal was gepostet, wo ich einen neuen Logoentwurf einfach so ein bisschen die Richtung gemacht habe. Da habe ich ein bisschen Gegenwind bekommen, weil die Leute den Löwenkopf weiterhin, weil die den einfach als Logo von mir so, ja, lieb gewonnen haben, dass sie den weiter haben wollten. Und das war ja nur ein Erstentwurf, und haben wir ein bisschen geguckt und ich bin da ein bisschen am Arbeiten, dass sich das Logo noch ein bisschen umändert. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir da was hinkriegen. Genau, das heißt, das Logo ändert sich ein bisschen. Ich werde den Löwenkopf natürlich trotzdem drin behalten. Für die, die noch nicht so lange dabei sind, der stammt eigentlich bei mir aus dem Mittelalterbereich. Das heißt, ja, weil ich da ja aktiv bin, hatte ich irgendwann mal den Löwenkopf als Symbol für mich und habe den einfach in meinen Outdoor-Kanal, als ich den damals vor knapp 2 Jahren aufgemacht habe, halt übernommen. Und mein Namen, den ich damals gewählt habe, Generation Outdoor, ja, mittlerweile ist der Kanalname ja Alvo Hilbeck, Generation Outdoor, am Anfang war es nur Generation Outdoor, den werde ich auch ändern, weil ich den als Gesamtkonzept zu lang finde. Ich finde Alvo Hilbeck zumindest in so einem persönlichen Kanalzusammenhang, wie das, da gehen schon die ersten Silvesterböller los, zum persönlichen Kanalzusammenhang, wie das hier ist. Also ich finde, dieser Outdoor-Kanal ist ein sehr persönlicher Kanal, wo wir auch direkt von Face-to-Face, ne, sozusagen sprechen, also von Gesicht zu Gesicht sprechen, sehr persönlich. Finde ich den ausgeschriebenen Namen mit meinem Nachnamen, finde ich, ein bisschen zu viel. Deshalb werde ich meinen Nachnamen einfach rauskürzen. Der wird auf den anderen Kanälen aber noch vorkommen. Und das Generation Outdoor, was ich mir am Anfang überlegt hatte, wovon die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, warum es Generation Outdoor heißt, werde ich mittlerweile dann streichen. Und dann wird der ganz neue Name einfach nur sein, einfach Alvo. Wer jetzt meinen Kanal natürlich kennt und die ganze Zeit mit, ja, Generation Outdoor die letzten 2 Jahre oder vielleicht auch ein Jahr oder Monate gesehen hat, der wird sich vielleicht wundern, warum ich den Namen ändern will. Das hat damit zu tun, dass den Namen, ja, der ist meiner Meinung nach nicht so richtig verständlich, was damit gemeint ist. Der Grundgedanke war damals, dass meine Generation, also die jetzt ungefähr zu den 30-Jährigen, 25- bis 35-Jährigen gehören, gerne mal als Generation Y bezeichnet werden. Also die Generation Y, ja, die verlorene Jugend sozusagen, die immer nur vorm Fernseher sitzt und solche Geschichten. Und ich wollte halt mit dem Kanal zeigen, nee, hey, es gibt immer noch viele, viele junge Menschen, ja, auch wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so jung bin, die trotzdem immer noch gerne rausgehen, anstatt vielleicht den ganzen Tag drin zu hocken oder sich für unwichtige Sachen zu interessieren. Ich finde den Namen Generation Outdoor an sich gar nicht schlecht, zum Beispiel falls ich mal sowas wie Waldpädagogik machen sollen würde, hat zum Beispiel meine Frau mal vorgeschlagen. Aber so für den YouTube-Kanal finde ich ihn, glaube ich, gar nicht mehr so gut. Und das ganze ausgeschriebene Alvo Hilbeck Generation Outdoor ist mir zu viel. Tja, und das ist das ganze Ding. Einfach Alvo. Einfach persönlicher, einfach kürzer, einfach, finde ich, auch sympathischer im Gesamtnamen. Einfach besser. Im Zuge dessen haben sich auch schon vor einiger Zeit ein bisschen die Kanalfarben geändert. Ja, ich werde mehr zum Grün hingehen in Schrift und so weiter und so fort, anstatt zum Rot, und Rot mehr auf dem Gear-Kanal. Das sind so Kleinigkeiten, die ich immer mal am Rande mache, die vielleicht auch nicht immer feststehen. Ja, wo bin mal ein bisschen experimentiert hier und da. Ich gehe dann zum Jahreswechsel auch mit einer neuen Internetseite an Start. Das heißt, man kann jetzt auch einfach eine Internetseite in Blogform sozusagen finden. Ja, unter alvohilbeck.de einfach bei Google eingeben oder ins Suchfenster. Die ist mittlerweile live, wo man dann sich die verschiedenen Sachen angucken kann. Ich arbeite da immer ein bisschen dran weiter, das heißt, da ändert sich immer ein bisschen was. Aber in unterschiedlichen Sparten kann man sich zum Beispiel geschriebene Berichte von Wandertouren und solche Sachen von mir durchlesen. Dann eine komplette, richtig große Ausrüstungsliste, noch mehr als unter dem Video steht und so weiter und so fort. Also da einfach mal reingucken, die habe ich dann natürlich jetzt jederzeit in der Beschreibung unten verlinkt. Wenn ihr da ein bisschen Lust habt, ja, ein bisschen zu stöbern, dann guckt doch da einfach mal vorbei.
Übrigens wollte ich euch dann jetzt auch in dem Video mal mitteilen, was jetzt eigentlich meine Arbeit ist. Ich habe ja schon mal euch mitgeteilt, dass ich bei einer Outdoor-Firma arbeite, beziehungsweise einer Firma, die mit Outdoor zu tun hat. Und tatsächlich arbeite ich jetzt mittlerweile bei Decathlon. Das kennen viele von euch, ja, als Verkäufer nicht nur für Outdoor und für Wandern, sondern das hat ja auch eine Wasser- und eine Fitnessabteilung und so weiter und so fort. Da arbeite ich als Sportleader und berate da Kunden, die auf längere Wandertouren gehen wollen, etc. etc. Ist ein Job, der mir Spaß macht. Ja? Ist, ich habe da immer, bin auch in der Abteilung Bergsport, logischerweise dann, also Wandern, Trekking, Camping etc. Auch ein bisschen Ski, das kann ich persönlich tatsächlich auch. Habe ich natürlich nie auf dem Kanal hier gezeigt. Macht die Arbeit Spaß? Ich habe natürlich vorher überlegt, wie ist das jetzt, wenn ich dann zum Beispiel Produkte von Decathlon habe, die ich vielleicht ja, eine Review machen, kann ich da neutral sein? Und ich habe für mich entschieden, wenn ich euch sage, dass ich da arbeite, aber nicht zum Beispiel direkt was davon habe, dass ich die vorstelle, was ich ja nicht habe, also Decathlon selber gibt mir dafür nichts extra oder sonst irgendwas in der Richtung, dann ist das für mich kein Problem, solange ich jetzt nicht nur noch Decathlon-Sachen vorstelle, sondern nur mal, wenn ich darauf Lust habe, wenn ich wirklich finde, dass das was super Tolles ist, was ich auch benutze im Endeffekt. Tja, und nebenbei zu meiner Vollzeitarbeit versuche ich dann auch noch möglichst viele Videos für euch zu machen, ja, die unterhaltend sind und Spaß machen. Nur Samwise scheint gelangweilt zu sein von mir. Tja, meine lieben Freunde, dann wünsche ich euch ein fantastisches neues Jahr. Ja, einen schönen Abend von Silvester, was auch immer ihr macht. Wir sind ein bisschen mehr so auf Pyjama-Party unterwegs, also jetzt nicht groß feiern oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ja, wird bestimmt ein tolles Jahr. Anstrengend, ich habe mir viel vorgenommen. Aber ich bin zuversichtlich und positiv gestimmt, dass da einiges Tolles kommen wird. Ich würde mal sagen, alles Gute. Ja, schön. Wie sehen meine Haare eigentlich schon wieder aus, ey? Alwulsch. Okay. Können ja mal Marco vorschlagen, ob er das als Frisur aufnimmt. Alwulsch. Kann auch so machen. Brrr. Prost Neujahr, meine Freunde.